Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Radio Stage 5 Folge, und zwar Folge 15 unserer 30 Jahre Tekken Special. Und ja, wir sind bei unserem finalen Folge angekommen, denn ich werde hier die PS3 und 4 Ära covern, denn diese drei Spiele bzw. Tekken 7 ist ja auf der PS4 entschieden und dann gab es nichts mehr. Dann kam hier schon Tekken 8, meine lieben Damen und Herren, ihr wisst ja Bescheid. Und ja, wir werden dann nach diesem Video noch ein Special machen, ein Special-Video zur Tekken, 30 Jahre Tekken. Und zwar wird es ein anderes Videoformat sein, aber da könnt ihr gespannt drauf sein. Nun aber wollen wir ins Video starten, denn mit dem 2009 erschienenen Tekken 6, jedenfalls für die PS3 und Xbox 360, ich hätte es auch die Multiplattform-Ära nennen können, denn ab dem Moment war Tekken nicht mehr exklusiv für die PlayStation, sondern auch für die Xbox 360. Tekken 6 wurde auch angekündigt als das erste Mal ein Tekken mit der Unreal Engine. Das heißt, es gab sehr viel zu lernen für Namco. Namco hat keine eigene Engine mehr benutzt nach Tekken 5. Und das merkt man, das sieht man. Und ich will nicht sagen, Tekken 6 ist aber deutlich eine... ja, ich sag mal, so eine halbe Enttäuschung gewesen. Denn das Einzige, was Tekken 6 ziemlich gut gemacht hat, war das Fundament für ein interessantes Kampfsystem zu legen. Es gab dann die neuen Charaktere wie Bob, Leo und Lars, glaube ich. Das waren die... Nee, genau, Miguel kam noch dazu. Lily gab es ja schon in Tekken 5 Dark Resurrection, aber für eure, beziehungsweise für die Leute, die Tekken 5 Dark Resurrection online nicht gesehen haben, waren Dragunov und Lily für die auch neu. Das waren aber dann schon keine neuen Charaktere mehr. Deswegen halt Miguel, Leo, Bob und Lars. Ja. Jedenfalls, Tekken 6 ist eine schwierige Geschichte, denn es hat Jin zu einem Kriegsverbrecher gemacht. Und Tekken 6 ging in eine Richtung, wo ich mir denke, ja. Tekken 6 ist generell, ich sag mal, so ein ganz okayes Spiel. Ich hab's relativ viel gespielt. Ich habe es damals für 49 Euro geholt. Warum auch immer das beim Mediamarkt neu für so wenig Geld dabei war. Aber hey, ich habe es gerne genommen. Ich habe es auch gespielt. Ich habe es auch mal online gespielt. Ich muss aber trotzdem sagen, es ist für mich nicht das beste Tekken-Spiel. Also wenn ich sagen müsste, es ist auch nicht das schwarze Schaf der Reihe. Es ist einfach... ja, man merkt, die Learnings sind hier noch in den Kinderschuhen. Manche Charaktere sehen fertig aus, manche Charaktere sind noch irgendwie, die haben Sachen, die aber nicht komplett durchgedacht sind. Es gibt Charaktermodelle, die schrecklich nach Puppen aussehen, beziehungsweise nicht zu Ende animiert sind, und da kriegst du manchmal, ja, es ist einfach uncanny. Und ich muss persönlich sagen, Tekken 6, ja, es hat Schwachsinnssachen, also Schwachsinnsschaden, beziehungsweise Schwachsinnsbullshit, wie soll man sagen, Hitboxen. Ich habe Tekken 6 tatsächlich nicht in Erinnerung, als tatsächlich, dass ich das sehr krass kompetitiv gespielt habe. Mir hat Kazuya da sozusagen noch recht gut gefallen. Ich würde schon fast sagen, das war noch so ein bisschen was von Tekken 5 Kazuya drin und in die Richtung neuer Tekken Kazuya. Und Leo hat mir sehr gut gefallen damals, deutscher Bungie Clan, yay. Ich supporte die gerne, ja. Ansonsten Asuka hat mir relativ da auch gefallen. Link Shoryu hat da ganz gut... ich glaube, das ist die komischste Link Shoryu von allen, für mich persönlich. Und die war auch, glaube ich, nicht so der Ankerpunkt. Wo ich sagen muss, tatsächlich, ich finde persönlich immer noch Tekken 6 Jin
ist für mich am direktesten zu spielen. Ich habe sonst kein Interesse an Jin gehabt, aber ich fand seinen Kyokushin-Karate, den er hier jetzt gefestigt hat, ziemlich gut. Also da habe ich sehr viel Spaß dran gehabt an Jin. Den habe ich ab und zu tatsächlich öfters gespielt als sonst in meinem Leben. Bob hat mich nicht die Bohne interessiert. Baek Do-san war sehr interessant, wie die ihn hier gemacht haben. Generell, das Roster war ziemlich groß, ein gutes Äquivalent zu Tekken 5. Und ansonsten, was soll man zu Tekken 6 sagen, als dass es der nächste, das ist das, also du bekommst ja das neue Tekken. Sie haben versucht, den neuen Story-Modus da reinzubringen, dieses Tekken Force-artige ja, Story-Gameplay, und da denke ich mir so, ja, das, Leute, das war nicht gut. Also das hat absolut komisch, nicht Spaß gemacht. Komischerweise erlebt man dort auch die Arcade-Enden, wo man denkt, ja, warum? Das Customization war ziemlich gut, muss man sagen. Wir haben sogar auch wieder alle Intros und ich glaube, Trailer haben wir diesmal nicht gehabt, aber wir haben alle Intros gehabt, auch von Bloodborne Rebellion, was ziemlich gut war. Das werden wir hier gleich in den Soundtracks hier bearbeiten. Ich muss ziemlich sagen, ich habe mit Tekken 6 nicht die allergrößte Bindung tatsächlich. Ich habe es klar in der Zeit doch relativ gespielt. Aber nichtsdestotrotz war der bessere Namco-Titel in der Zeit, klar, das kam 2008 raus, Soul Calibur 4. Soul Calibur 4 war eindeutig das bessere Fighting-Game und es war auch das Zenit. Also auch der Zenit von Soul Calibur bis heute als Vollprodukt. Ich will nicht sagen, dass Soul Calibur 6, doch, Soul Calibur 6 hat seine Schwächen, aber spieltechnisch gesehen hat Soul Calibur 6 in eine richtige Richtung gelegt. Naja, mal gucken. Aber zurück zu Tekken 6. Ja, was soll man sagen? Ich war recht enttäuscht. Ich war recht enttäuscht, was den technischen Sprung anging, was den Inhalt ein bisschen anging. Natürlich, du hast so etwas zum Vergleich wie Tekken Dark Resurrection Online, was nahezu Arcade Perfect ist, 1080p, 60 Frames. Du kannst hier voll spielen und dann kriegst du das neue Tekken in der neuen Engine und dann siehst du, okay, viele waren auch nicht d'accord mit diesen Juggle-Kombos, also wenn du auf den Boden geknallt bist, dass du so ein Splat bekommen hast. Das war ein bisschen auch wild, das haben sie auch ein bisschen zurückgenommen. Was hier seinen Anfang genommen hat, war die Rage. Also umso weniger ich glaube, wenn du 40% Leben hattest, dass da nachher dein Rage-Meter hattest, das heißt, du hast doppelt so viel abgezogen. Und das war sozusagen damals die Comeback-Mechanik in Tekken 6. Ja, das ging schon ziemlich krass ab. Bei gewissen Charakteren, die ziemlich krass abgegangen sind. Ich will sagen, Tekken 6 muss nicht sein. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, das ist so ein Titel tatsächlich. Es ist halt der Beginn der Unreal Engine-Ära. Das hätte ich auch, glaube ich, so nennen können, aber der Multiplattform-Ära. Sie haben es dann Gott sei Dank in Tekken Tag Tournament 2 viel besser gemacht. Da haben sie aber auch 3 Jahre Arbeit nochmal reingesteckt. Aber Tekken Tag 2 ist ja ein bisschen was anderes gewesen. Dazu später mehr. Ich muss aber persönlich sagen, Tekken 6, ja, es musste da sein. Es war der Startschuss. Ich muss aber persönlich sagen, Tekken 6, ja, da muss ich nicht drauf zurückgreifen unbedingt. Es ist da. Vielleicht einfach mal für den historischen Hintergrund einfach nochmal reingucken. Ich habe ja hier Enter the Tekken gemacht. Und ich muss auch persönlich sagen, der beschissenste Endgegner aller Zeiten. Auch, okay, ich muss auch sagen, Jinpachi war auch nicht der geilste, aber Azazel ist die wirkliche Krönung überhaupt. Also, das ist ja wirklich beschissen. Dann haben sie ja sogar in Tekken 8 zurückgebracht. Der ist lange nicht so schlimm wie in Tekken 6. In Tekken 6 hatte noch viel mehr Bullshit. Da haben sie bei Tekken 8, da waren sie doch noch relativ gnädig. Aber Tekken 6 ist Teil der Mainline und Tekken 6 ist generell ein sehr komischer Teil. Also, ja, wir haben es alle gespielt. Es war das neue Tekken. Aber ganz ehrlich, wir haben alle Street Fighter 4 und Soul Calibur 4 gespielt.
in der Zeit. Da war der Tekken 6 war da einfach nicht stark genug. Das war auch so der Moment, wo viele Tekken nicht mehr verfolgt haben. Also es gab sehr viele, sehr viel Umbruch. Sehr viele Leute haben viel mehr Street Fighter gespielt. Genau, das Mortal Kombat 2011 haben auch so viele Leute gespielt. Marvel vs. Capcom 3, Soul Calibur 4, das war alles interessanter als Tekken 6. Tekken 6 war tatsächlich nicht so die Bombe. Was ich aber dann sagen, also die Leute, die Fans waren auch nicht wirklich glücklich mit Tekken 6, tatsächlich. Und da bin ich einer davon. Ich war jetzt nicht unglücklich, unglücklich, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil wir wissen alle, die können es besser. So. Das wäre so meine Anekdoten zu Tekken 6. Ich glaube, sonst hören wir gar nicht auf. Nun kommen wir zu den Tracks. Was den Soundtrack begeht, Tekken 6 hat paar interessante Tracks. Sie bringen den Teil zu der Atmosphäre bei. Es gibt aber trotzdem vier gute Tracks. Beginnen möchte ich aber tatsächlich mit ja, mit was Lustigem. Und zwar beginnen wir mal mit der Splashing Casino. Das ist eine Arena auch, die wirklich kreativ ist. Also was Tekken 6 tatsächlich sehr gut hat, sind manche geile Arenen. Also das war wirklich cool. Und ich muss persönlich sagen, Splashing Casino, das war wirklich geil, dass du so mitten eines Roulettes quasi spielst, wo das Roulette nicht da ist und rundherum so ein Affe auf dem Goldwagen fährt. Das ist schon geil. Und dann dieser jazzige, coole Track. Das ist schon wirklich ein ganz geiler Track. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Und man spürt so richtig den Casino-Flair. Also, da muss ich schon persönlich sagen, ja, Splashing Casino unbedingt sich geben. Daher, welcome to the Casino, Baby. Let's go. Thank you.
meine lieben Leute, nachdem wir uns im Casino ordentlich auf die Fresse gegeben haben, würde ich sagen, beginnen wir doch mit einem ruhigeren Track, einem Track, den ich sogar auch jetzt in Tekken 8 benutze bei der Fukushima State, weil man auf dem Wasser spielt, in einem Wald umgeben, und das war auch in Tekken 6 der Fall. Und zwar Edge of Spring ist für viele ein sehr favorisierender Track für Tekken 6, und das ist für mich auch ein ziemlich angenehmer Track. Mit diese Xylophon-Klängen, die bringen, ja, die haben einen sehr beruhigenden Klang, und dass man sehr deutlich immer das Wasser hört, oder beziehungsweise wenn der Gegner im Wasser fällt und die Schläge und halt die Kombination davon. Generell finde ich, passt das immer zu Natur, also wenn du rundherum grün bewachsende Bäume hast und auf einem leichten Wasser, also See vom Wasser kämpfst, dann muss man einfach Edge of Spring reinmachen. Das ist definitiv eines der wirklich guten Tracks. Und kann ich jedem empfehlen, einfach mal reinzuhören. Edge of Spring, definitiv. Da fühlt man, das ist wirklich ein sehr cooler Track von Tekken 6. Please enjoy. Nachdem es ziemlich entspannt weiterging, kommen wir zu einem bisschen, sagen wir mal, wiedererkennenden Intro, den ich schade finde, dass sie das nicht benutzt haben für das Original Tekken 6 Intro. Denn Burning ist nämlich das Intro-Track für das Tekken Bloodline Rebellion Update, also jedenfalls Arcade-Opening. Und auch selbst das Arcade-Opening ist
cooler als das, was wir hier sehen, in der Konsolen-Release. Klar, es erzählt eine Story. Das will ich dem Tekken 6 Konsolen-Intro auch geben. Aber ich finde Burning, also vor allen Dingen das Tekken Bloodline Rebellion, wo Alicia, ach Scheiße, Alicia kam da. Oh, Erinnerung komm hoch. Alicia und Lars neu waren. Muss man tatsächlich sagen, Burning ist ein wirklich geiler Track, der wirklich on point bringt, was diese Energie von Tekken 6 ist. Und ja, aber es gibt natürlich einen Track, der Tekken 6, das ist Tekken 6, beziehungsweise das ist nach Moonlit Wilderness nachher der Track, aber da werdet ihr alle gleich wissen, wovon ich spreche. Aber jetzt erstmal das coole Arcade-Intro von Tekken 6 Bloodline Rebellion Burning. Viel Spaß. So, meine Damen und Herren, dann kommen wir, nachdem wir das geile Intro von Tekken 6 Bloodline Rebellion gehört haben, kommen wir nun zu einem wohl der Tracks von Tekken 6. Und es geht nämlich um die Electric Fountain Arena, die auch wirklich optisch beeindruckend ist. Und es geht um den Track Karma. Ja, Karma ist, ja, ich will da nicht lange introducen, denn das ist der Track, der von Tekken 6 tatsächlich im Kopf bleibt. Und für viele Leute auch tatsächlich das Synonym für Tekken-Musik ist, nach Moonlit Wilderness. Und ja, das ist Tekken-Music at its best. Das ist wirklich schön, gut komponiert und gesetzt, also komponiert, also beziehungsweise erstellt. Und ja, das ist quasi gesehen wieder so ein Rave, Eurodance, Techno-Ding. Aber das ist wirklich geil gemacht. Das hat seine Höhepunkte und ja, das spürst du. Das spürst du total und das ist definitiv eines in der Tekken-Community sehr bekannter Track. Also viel Spaß mit Karma und gleich dann zu meinen Anekdoten zu Tekken Tag Tournament 2. Let's go!
So, meine Damen und Herren, das wär's mit Karma und dem Final Track von Tekken 6 Soundcheck. Ja, leider immer noch, muss ich sagen, ja, Tekken 6, das nicht das, ja, ziemlich das Schlusslicht der Reihe, nicht so sagen. Also jedenfalls nicht alles muss knallen, sagt man, aber ja. Kommen wir nun ins Jahr 2012 und zwar, da kam Tekken Tag Tournament 2 raus. Tekken Tag Tournament 2 war für mich tatsächlich so, so Namco, jetzt müsst ihr nochmal, für mich persönlich tatsächlich, ihr müsst jetzt für mich nochmal beweisen, dass ihr es drauf habt, dass ihr mir zeigen könnt, ob ihr mich begeistern könnt, dass Tekken tatsächlich für mich noch relevant ist. Und da habe ich tatsächlich die We Are Tekken Edition mir geholt mit einem dicken Artbook und den kompletten Soundtrack und dem Spiel in einem, ja, mit der günstigen Variante von Steelbook, aber das Steelbook ist cool, also das hat coole Artworks, einmal vorne Team Up mit Lilly und Nina und ich glaube auf der anderen Seite war was anderes auf jeden Fall. Ja, auf dem We Are Tekken Edition war halt Jin und Kazuya und ich muss persönlich sagen, ich bin ein bisschen sauer aufgestoßen, dass man Kazuya seinen Roundhouse Kick verändert hat und dass man jetzt ihm was anderes gegeben hat und so weiter und so fort. Generell Tekken Tag Tournament 2 ist ein Spiel, das vollkommen delivered hat und quasi das bessere Tekken 6 ist. Denn es basiert auf die Tekken Engine und hat sehr viele übertriebene, also da haben die wieder bewiesen, ja, wir können auch wieder ein Kampfspiel machen, was Spaß macht, was future-riched ist und was dir sogar die Möglichkeit bitte bietet, jedenfalls auf der PS3, deine Musikdaten ins Spiel reinzuarbeiten. Und da habe ich natürlich die Tracks, die mir in Tekken Tag Tournament 2 gefallen haben, das waren einige, aber nicht alle. Tatsächlich. Da gab es aber, wie gesagt, tolle Remixes dabei, aber die behandeln wir nicht, weil das sind ja Remixes von alten Teilen. Wir behandeln tatsächlich hier Original-Tracks aus Tekken Tag Tournament 2, die mir tatsächlich gefallen haben. Und persönlich Tekken Tag Tournament 2, ich habe das sehr viel gespielt, sehr viele Leute haben Spaß an Tekken Tag Tournament 2 gehabt. Aber das war tatsächlich nicht erfolgreich. Viele Leute haben gemerkt, hey, das ist hier immer noch das Tekken 6 Prinzip. Und das in völliger Wildbahn, das hat den Leuten nicht gefallen, weil Tekken 6 ist halt nicht so gut weggekommen. Was man, also ist besser weggekommen wie Tekken 4. Aber Tekken 6 ist tatsächlich, da hatten Leute nicht so Bock drauf. Aber für mich hat Tekken Tag Tournament 2 bewiesen, okay, die können es noch. Die können es noch, also habe ich Hoffnung, also freue ich mich tatsächlich auf den nächsten, das nächste Tekken-Spiel. Und ich hatte mit Tekken Tag Tournament 2 eine wunderbare Zeit. Also tatsächlich, das habe ich nicht so krass kaputt gespielt wie Tekken Tag Tournament 1. Das war halt eine andere Zeit. Aber viel mehr Leute haben, abseits von, wo Street Fighter 4 immer noch das Gesetz war, tatsächlich mehr Tekken gespielt als sonst. Soul Calibur hat in dem Moment Teil 5 rausgebracht, was wirklich, ja, die Otto-Normal-Version von Soul Calibur war, was wirklich eine sehr schlimme Sache war. Aber Tekken Tag Tournament 2, natürlich, das hat sehr viele Charaktere. Es hat, ja, ein paar DLC-Charaktere gehabt, wo ich mir frage, wieso, weshalb und warum. Was ist hier los? Auf jeden Fall muss ich sagen, Tekken Tag Tournament 2, da habe ich ziemlich coole Tag Teams auch gehabt. Xiaoyu hat sich hier eindeutig entwickelt. Man hat viel mehr gemerkt, okay, sie wollen sie in eine viel aggressivere Richtung verbauen. Sie hat viel mehr Beintechniken bekommen, viel mehr nach vorne Angriffe und so weiter und so fort. Für mich war das die wirkliche Weiterentwicklung, also der nächste große Sprung von Tekken 5 auf Tekken Tag Tournament 2 bei der Tekken 6 Engine.
Und hier sind sehr viele Fundamente, die man hier wirklich wieder reingebracht hat. Mich wundert's tatsächlich, dass sie hier Miharu Hirano reingebracht haben, sozusagen ein Xiaoyu-Klon, der ein bisschen weniger drauf hat als Xiaoyu, aber trotzdem ist das Mogeln auf hohem Niveau. Naja, egal. Asuka, also wirklich alle Charaktere waren relativ gut spielbar. Wie gesagt, bei Kazuya habe ich sehr viele Kritiken. Da fängt schon ziemlich an, dass Kazuya für mich so ein bisschen nerviger Punkt war, aber war trotzdem immer noch so flott unterwegs. Das letzte Mal tatsächlich, weil ab Tekken 7 war er nicht mehr flott unterwegs. Aber Tekken Tag Tournament 2 ist definitiv eine Spaßbombe. Das kam sogar für die Wii U raus, wo es speziell Nintendo-Klamotten gibt. Und ich muss persönlich sagen, ja, das ist tatsächlich eines der spaßigsten Titel. Also jedenfalls ist das ein Tekken-Titel, den man definitiv sich geben sollte, weil ich will nicht sagen, dass Tekken Tag Tournament 2 besser ist als Tekken Tag 1, weil Tekken Tag 1 ist ganz anders, aber Tekken Tag Tournament 2, ich weiß nicht, hat es ein Bonus-Game gehabt? Ich glaube, das ist auch das. Doch, es hatte diese Combo, Combat Lab, aber das habe ich kaum gespielt. Wir haben immer Multiplayer gemacht und so weiter und so fort. Also der Kernaspekt war da. Tekken wurde auch. Also da habe ich richtig gespürt, dass Tekken 20 Jahre gefeiert hat. Das Intro ist auch cool. Jun war auch wieder da. Jun hat mega viel Spaß gemacht dort. Wie gesagt, dort. Und ja, was soll ich sagen? Viele Charaktere dabei, wieder voll der Spaß. Man kann seine eigene Musikbibliothek reinballern. Ja, der Netcode war jetzt nicht der allerbeste, aber man hat trotzdem irgendwie noch Spaß gehabt. Ja, das Power-Level war völlig drüber. Technisch war es um einiges besser als Tekken 6, aber ja. Definitiv das ist der Tekken-Titel, den man sich auf der PS3, Xbox 360 Ära tatsächlich holen sollte. Ja, aber was soll ich sagen? Tekken Tag Tournament 2, definitiv eines der Top-Titel und eines der Top 4. Also definitiv Top 4 Titel in der Tekken-Reihe. Definitiv. Also man hat Spaß, man hat wahnsinnig viele Charaktere zur Auswahl, es geht wirklich krass ab und ja, hast den Spaß deines Lebens. Also da kannst du wirklich abdrehen wie nichts Gutes. Okay, kommen wir denn nun zu den Soundtrack und beginnen tun wir tatsächlich mit dem wohl entspanntesten Track im ganz Tekken Tag Tournament. Also beziehungsweise im ganzen Tekken-Soundtrack, und zwar ist das Your Sunset. Das spielt sich ab, wenn du Customization machst. Der Customization-Modus war auch solide, okay. Ich muss sagen, der Track, den benutze ich sogar heute noch. Den habe ich in Tekken 7 benutzt, den benutze ich auch in Tekken 8. Nichts kommt an Your Sunset ran. Your Sunset ist so wirklich, also das, ah, du fühlst dich sehr gut dabei. Sehr entspannt, sehr cool. Das ist etwas, was ich mir gerne anhöre, tatsächlich, wenn ich ja meine Charaktere in ganz entspannt machen will. Also das ist wirklich ein Originaltrack, den ich wirklich abgöttisch liebe. Also wirklich, also eines meiner favorisierten Tekken-Tracks, definitiv. Your Sunset, der Customization-Theme von Tekken Tag Tournament 2. Viel Spaß!
So, meine lieben Freunde, dann kommen wir wieder zu einem, ja, Eurodance Techno Track. Und zwar beginnen wir mit dem Track, den man in Holland spielt. Und zwar Rede ist hier von Plucking Tulips auf der Tulpenstage in Holland. Und die ist geil. Die ist einfach geil. Damit wurde teilweise auch Tekken Tag Tournament 2 beworben mit dem Titel. Und dieser Track beweist wieder dieses gute Zeug gegenüber Karma und Poolside. Also Karma aus Tekken 6 und Poolside aus Tekken 5 ziemlich gut. Hey, die haben ein Händchen für gute Eurodance-Techno-Tracks. Und zwar, wie gesagt, Plucking Tulips ist cool. Das ist treibend, das ist schön, das ist aufheiternd. Und das bringt Bock. Ne? Es ist nicht dieses Rotterdam-Nation, ja, was man damals aus Holland kannte. Aber das ist definitiv ein sehr, sehr schöner Track, den ich wirklich sehr gerne höre und der auch sehr guten Wiedererkennungswert hat, finde ich, für Tekken Tag Tournament 2 Tracks. Daher würde ich sagen, ja, let's go!
Okay, nachdem wir alle ziemlich krass abgeraved wieder sind bei Plucking Tulips bei den Niederländern, wollen wir zu einem der, ja, sollen wir sagen, auch ziemlich sehr oft benutzten. Es gab auch Tekken-Fan-Videos und da wurde ziemlich oft Sunny benutzt. Das wurde nämlich, das ist die Canyon Stage und Sunny ist ein schöner, aggressiver, gitarrenbelastender Track, der so ein bisschen, ja, auch wieder so ein bisschen Eurodance-Upbeats hat, aber trotzdem immer so mit der Idee, die Gitarre mit den schweren, also ein bisschen so Hard Rock, Metal Gitarre, naja, Metal ist es nicht, es ist schon eher, es ist schon mehr Hard Rock Gitarre. Ja, also ist schon geil und das ist ziemlich pumped für einen sehr, sehr guten Fight. Daher würde ich sagen, ja, let's fucking go zum Halbfinale unserer Tekken Tag Tournament 2 Tracks. Und yeah, Sunny, let's go!
So, meine Damen und Herren, dann kommen wir zu dem finalen und meinen absoluten Lieblingstrack aus Tekken Tag Tournament 2 und ich würde auch sagen, fast meine Lieblingsarena, denn dort kämpft man in einem Wasserbrunnen in Italien, glaube ich. Fühlt sich jedenfalls so an. Und in dem Track, um den es geht, ist Tech Step Fountain. Ne? Lustiges Wortspiel, weil es ist ziemlich viel Dubstep, ne? Ganz prägnant für die Zeit. Sehr viel EDM. Aber jedenfalls dieser schöne Aufbau nachher mit einem, weiß nicht, so ein Wuscheffekt, als wenn eine Rakete abgehen, mit schönen Streichern begleitet. Ne? Oh, diese Streichermelodie, wenn die einsetzt, das hat so eine Eleganz, dass ich liebe ja Arenen, wo man auch im Wasser kämpft oder wenn man Wasser sieht. Und definitiv ist Tech Step Fountain definitiv eines meiner absoluten Lieblingstracks. Ja, das nicht alle mögen Dubstep, aber das ist so eine schöne Kombination. Ich würde mal sagen, gegenüber Sunny jetzt ist das ein ziemlich, ja, würde schon fast sagen, klassischer Tekken-Musik, was so ein bisschen so mehr die Mode wurde. Also beziehungsweise in die Richtung, wo moderne Track and Tags gehen, also die moderneren Tracks. Klar, es gibt immer einen besonderen Mix. Ne? Aber ich muss besonders sagen, Tech Step Fountain, ja, das höre ich sehr, sehr gerne. Ich liebe diesen Aufbau. Es hat auch ein paar Daft Punk-Vibes durch diese Stimmen, ne? Also, dass man das so hört. Ich kann das jetzt schlecht nachmachen. Aber ihr werdet wissen, was ich meine. Jedenfalls viel Spaß mit Tech Step Fountain und dann zu meiner Anekdoten zu dem Kampfspiel für jedermann. Reinhauen! Yeah.
Okay, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in die PlayStation 4 bzw. Xbox One Ära und wir kommen zu dem ersten richtigen Multiplattform-Titel in der Tekken-Reihe, denn Tekken 7 kam auch auf dem PC raus und Tekken 7 hatte eine ziemlich interessante Entwicklung. 2015 geisterte es schon in den Arcades rum. Das heißt, 2 Jahre lang haben wir Normallebende, also im Westen, Normalsterbliche, keine Berührung mit Tekken 7, jedenfalls für zu Hause gehabt. In Amerika war zumindest noch ein bisschen, wenn man aus Japan was importiert hat, die Arcade. Und Tekken 7 war im ersten Bild, weiß Gott, nicht das Spiel, es war wirklich nicht so wahnsinnig interessant. Und erst mit Tekken Fated Retribution, den Titeltrack, den wir auch für diese Radiostage benutzt haben, tatsächlich auch ein geiles Intro, das unter anderem Akuma reingebracht hat, Rashid, jedenfalls. Oh Mann, ich habe diese ganzen neuen Charaktere vergessen, Entschuldigung, aber das ist schlimm. Katharina Alves, ja. Guter Anfangscharakter, Josie Rizel. Und den anderen. Gigas. Oh mein Gott, was ein Müllcharakter. Naja, jedenfalls ganz guter, okay, Roster. Es gab die ganz große Debatte. Ah, oh, wo ist Malay? Wo ist Malay, Wulok? Wo ist er? Oh, und er war nicht geplant und die haben ihn so lange gequält, die haben sie so lange gequält, bis er da war und dann hat ihn keiner gespielt. Leute, was ist mit euch verkehrt? Mann. Ah, naja. Jedenfalls, Tekken 7 ging weg von der Tekken 6 Engine und zwar gab es keine, es gab nicht mehr diese, also diese Floor Splat mehr, sondern es gab die Juggle State. Das heißt, wenn der Gegner jetzt mit dem Rücken und den Beinen hoch, also wenn die Hüfte sogar noch oben ist mit dem Bein, dann hast du noch die Möglichkeit, eine Combo noch zu machen. Und das wurde erst, glaube ich, mit Tekken Fated Retribution weiterentwickelt. Season 2 wurde dann nach und nach besser und Season 3 habe ich persönlich am längsten gespielt. Unter anderem ist da eines meiner absolut Lieblinge und beziehungsweise sogar neuer Mame für mich auch die neue Richtung von Tekken und zwar war das Lydia Sobieska. Meine Fresse ist das ist fast schon ein so realistischer Charakter. Die könnte aus Virtua Fighter fast kommen. Die ist schon wirklich ziemlich krass. Nicht umsonst, Harada sagt es auch, hat es auch in einem Interview oder sagt es in vielen Interviews, er ist ein Fan von Virtua Fighter, er mag Virtua Fighter und Lydia ist eine sehr hohe Reminiszenz davon, weil sie so realistisch und nah dem europäischen Shotokan-Karate entlehnt ist. Lydia Sobieska, die habe ich mit Kusshand genommen. Nicht nur unterdessen, dass sie aus Polen kommt und Polish Prime Minister ist, sondern dieser Kampfstil und wie schön das präsentiert ist und das ist so Kampfsport. Und ich liebe das. I love it. Ja, und ihr Charakterzüge, dieses sofort. Lydia wurde auch vollkommen als eines der Charaktere ganz gerne angenommen. Es gab auch natürlich neuere Charaktere wie Leroy Smith, Fakuram. Oder fuck you, Mom. Oder fuck you, Mom. Es hört nicht auf. Oh mein Gott. Dann gab es natürlich Gastcharaktere. Das ist das erste Tekken mit Gastcharakteren gewesen. Wie Geese Howard, den ich wirklich ziemlich gut umgesetzt fand. Akuma aus Street Fighter. Ich meine, Geese Howard hat den größten Hype, glaube ich, abbekommen, weil Geese wurde so geil umgesetzt. Boy, oh boy. Capcom vs. SNK 3 war real. Ja. Und dann gab es einen Gastcharakter, der mich sehr komisch schief angucken wollte. Lucius, ne? Noctis Lucius Kalium aus Final Fantasy 15.
Noctis ist ein geiler Charakter, muss man schon sagen, aber ich finde, der gehörte, und das hat jeder gesagt, der gehörte eher in Soul Calibur. Also wir hatten quasi einen Soul Calibur-Charakter in Tekken 7. Okay. So be it. Das Ding ist aber, Tekken 7 war das perfekte Beispiel für, also das war ein perfektes Beispiel für Kampfspiele. Der Tekken 7 war nämlich so für jedermann. Tekken 7 hat einen sehr zugänglich, noch viel zugänglicheren Zugang gehabt als jedes Tekken zuvor. Und hat dich die Systeme ganz einfach, ja, spielend lernen lassen. Ja, klar, die Defensive war ziemlich stark in Tekken 7. Und wir hatten natürlich die Rage Arts. Und die Rage Arts, das ist Fluch und Segen teilweise, aber das hat etwas reingebracht, wo ich sage, das gibt Tekken, das hat Tekken jetzt eine eigene Identität gebracht, weil die sind erstens, ja, die meisten davon sind nicht jetzt so wirklich interessant oder gut, aber so mit Zeit, mit den neuen Charakteren, die später dazu kamen, die haben wirklich coole Sachen bekommen. Die Kameraarbeit ist auch ziemlich, ziemlich gut. Eine wirklich weite Auswahl an Charakteren. Also für mich persönlich waren da sehr viele Charaktere dabei. Leo war für mich der allergrößte Kritikpunkt, weil er vom Movement her viel zu langsam war. Da ist er in Tekken 8 wieder genau da, wo er endlich mal wieder war. Das ist aber jetzt, wie gesagt, nur eine persönliche Präferenz. Asuka hat mir komplett nicht gefallen. Kazuya, da habe ich tatsächlich auch mitgebrochen, weil ja, er hat einen anderen Gameplan bekommen. Er war ja sozusagen der wirklich Oldschool-Character, der Oldschool-Karate-Typ. Und das war ziemlich schwierig. Da begann es richtig schwierig zu werden mit ihm. Jin war ziemlich straight nach vorne. Das war ein komplett anderer Gameplan als gegenüber Tekken 6. Also Jin hat mich dann auch teilweise verloren. Wen ich total mochte, war Kazumi, die Mutter und teilweise, nee, der Boss für die Arcade. Es gab nämlich eine Devil-Kazumi-Variante und sie konnte Tiger beschwören. Ich fand das so geil. Und ich werde Kazumi vermissen, bis wir Tekken Tag Tournament 2 wiederbekommen. Denn Kazumi hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Sie war noch stationärer in ihrem Kampfstil und wirklich schwieriger. Aber Kazumi hat Fun gemacht. Also das war wirklich ein interesting Character, mit dem ich Spaß gehabt habe. Definitiv. Shoyu war, wie ich schon sagte, eine gute Weiterentwicklung. Sie war, das ist wohl die aggressivste Shoyu, die wir je hatten. Denn in Tekken 8 ist sie wieder in eine komplett technische Richtung zurückgegangen. Komisch, ne? Tekken 8, voll das aggressive Spiel und Shoyu ist weniger aggressiver als in Tekken 7. Hä? Ja. Ist so, kann man nicht ändern. Generell, Tekken 7 hat sich viel mehr verkauft wie das originale Tekken 3. Tekken 7 ist auch das am längsten supporteste Kampfspiel überhaupt. Ich glaube, dicht gefolgt von Street Fighter 5. Ganze 7 Jahre wurde Tekken 7 tatsächlich supported. Und das über die Zeit. Es hat kein PS5-Update bekommen. Es hat nur Balance-Patches bekommen und quasi mit der letzten Balance-Patch hat mir das Genick gebrochen, weil es wurden da Regeln geändert, die einfach diese Fight Engine nicht mehr tragen konnte. Und trotzdem Respekt, dass man so lange an einer Kampfengine arbeiten konnte, dass man ein Spiel definiert, woran wirklich jeder Spaß hat. Ja, ich muss trotzdem sagen, der letzte Patch, der ging mir so auf den Keks, dass ich Tekken 7 gedroppt habe, eiskalt. Aber nichtsdestotrotz gehört Tekken 7 zu eines meiner Top 3 Tekken-Spiele, weil Tekken 7 war wieder ein wirklich guter Tekken-Teil. Ja, ich kann es gar nicht beschreiben, aber Tekken 7 ist tatsächlich ein ziemlich gutes Tekken gewesen. Für viele auch, Tekken 7 hat auch sehr viele reingebracht. Natürlich die ganz berühmte, wenn man die Fighting Game Community sieht, aus Pakistan, eine wirklich schöne Story, dass wirklich auch dort jetzt nicht mehr die Koreaner die Spitze der Nahrungskette bei Tekken sind, sondern ziemlich neulich auch die Pakistaner. Und ja, ich meine, Tekken 7
ist das Kampfspiel für jedermann gewesen. Es hatte sehr gute Defensive, also defensiver viel, viel stärker als jetzt in Tekken 8. Tekken 8 ist viel mehr auf Aggressivität belegt. Tekken 7 ist tatsächlich über die Zeit ein ziemlich gutes Kampfspiel gewesen und eines der wirklich Top 3 Tekken-Titel geworden, wo man wirklich sagen muss, zu Recht für den Erfolg, wirklich gut gebalanced, wie das geht. Es war mal so, die haben ein gutes Spiel draus gemacht und ich kann sagen, Tekken 7 sollte man definitiv gespielt haben, wenn man einen PC hat, Leute, spielt es, die Mods sind auch vollkommen lustig. Und Tekken 7 habe ich auch ziemlich, ziemlich viel gespielt. Lange nicht so viel wie gewisse andere meiner Freundesliste, das haben wirklich viele Leute mehr gespielt. Aber Leader Sobieska war für mich sozusagen dieser Lichtpunkt. Das war so dieser Punkt, wo ich sage: Ja, das ist für mich das neue Tekken. Das ist die Richtung, die ich erwarte, weil das erste Mal hat Tekken, also das Team um Tekken Project wirklich Motion Capturing mit echten Kampfbewegungen, aber trotzdem genug Tekken reingebracht und wirklich geile neue Charaktere auch gebaut. Leroy Smith hat auch Beliebtheit, so wird gehasst, aber Lydia war tatsächlich, so wie weit ich es mitbekommen habe, ziemlich beliebt geworden gewesen. Sie ist jetzt noch nicht angekündigt für Tekken 8, aber ich glaube, sie werden sie wieder reinbringen, da sie sehr stolz auf ihren New Original Character waren. Und ich war mega hyped auf die und ja, nachher wurde sie ein bisschen runtergemacht vom Schaden her, aber was willst du tun, ne? Die Leute. Auf jeden Fall muss ich sagen, Tekken 7, ich hatte eine sehr schöne Zeit damit. Sehr schöne Zeit und ja, also Tekken 7 definitiv Top 3 Titel und zu Recht in der besten Liste der besten Fighting Games, da es für sehr viele Leute den Zugang zu 3D Fighting Games gebracht hat und Tekken 7 eine ganz gute Basis gehabt hat für Einsteiger und sowohl auch Veteranen wie mir, denn es waren immer noch sehr stark die Tekken 5 Regeln dabei und ja, das war das Letzte, was wir nicht den Tekken 5 Reglement noch kämpft haben, weil die Regeln, die haben wir langsam jetzt ausgebreitet. Tekken 8 hat neue Regeln gebracht, also da drücke ich relativ immer noch die Schulbank, aber ich komme gut zurecht. Aber Tekken 7 ist nicht nur das erfolgreichste Tekken-Spiel aller Zeiten, mit über 10 Millionen verkauften Einheiten über die Jahre natürlich. Sondern auch Tekken 7 hat auch eines der ikonischsten Tracks. Aber dazu kommen wir mehr, weil den Track muss ich natürlich als letztes geben, weil das ist Finale. Vor allen Dingen, ich muss mal noch mal kurz erwähnen, ich fand, storymäßig fand ich gut, dass die Story sich komplett darauf konzentriert hat, den Konflikt zwischen Heihachi und Kazuya zu einem Ende zu bringen. Und ich fand das genau richtig, dass kein anderer wie Kazuya das Recht hatte, Heihachi zu besiegen. Weil das war Kazuyas Gegner. Ich finde es ein bisschen sehr mutig, dass man quasi Heihachi, quasi das Gesicht, auch in der Tekken-Welt, das Gesicht von The King of Iron Fist Tournament hier tatsächlich sterben lässt. Aber ja. Ansonsten Akuma und Geese Howard, wirklich fantastische Co-Produktion mit Capcom und SNK in einem 3D-Kampfspiel reingemacht. Da könnte man irgendwann mal vielleicht hoffen, dass man vielleicht gute 3D-Kampfspiele bekommt. Aber mal gucken. Es gab auch Tekken Bowling, das war aber ein, sagen wir mal, offline, ja, wenn man das Spiel startet, startet nochmal ein neues Spiel. Tekken Bowling hat Spaß gemacht. Ist wirklich ein toller Titel, toller Track. Ansonsten hat Tekken 7, was Modi anbelangt, nicht so dieses Ding. Die Jukebox hat ihren Anfang gefunden und natürlich die ganzen Videos, diese ganzen History-Videos, die man sich angucken konnte. Auch für die Pachinko-Automaten, die wir nie gesehen haben. Wirklich cool geschnittene Videos. Auch die Werbeclips für die ganzen Tekken-Dinger. Man konnte sich alle Intros angucken, alle Endsequenzen. Wirklich toll, wirklich toll. Und man hatte auch wirklich guten Zugriff auf gewisse Tekken-Titel. Es gab nicht alle Tekken-Titel, aber ja. Aber Tekken 7 hatte
wie unter anderem auch sehr, sehr gute Tracks. Und ja, wollen wir mal da reingehen. Und zwar mit, oh, Claudio Serravano, glaube ich, hieß er, der Italiener. Es ist ein Charakter, den könnte von mir deleted sein. Es würde mich nicht mal interessieren. Dieser Typ hat vielleicht eine Bewandtnis für die Story, aber der hat auch eine ziemlich schöne Arena. Und ich rede von der ersten Hälfte des Tracks, also nicht, also es gibt First und Second. Und ich rede hauptsächlich von dem First, und zwar von Duomo di Serio. Hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Ich kann kein Italienisch, meine Damen und Herren. Das ist nämlich eine sehr schöne, das ist eine sehr schöne Bandkomposition, das wirklich episch ist mit Gitarren, Schlagzeug, Bass und epischen Trompeten. Ja, also das ist wirklich episch gemacht. Das ist auch sehr treibend und das passt auch zu diesem Marmor-Ambiente, wo man sich in die Fresse haut. Also generell die Arenen in Tekken 7 sind auch wirklich toll gemacht. Ziemlich weitläufig. Es gab auch eine unendliche Arena, aber dazu kommen wir später. Naja, auf jeden Fall wollen wir starten mit Duomo di Serio. Viel Spaß mit dem epischen Track. Kommen wir zu einem der wohl wieder ziemlich entspannten Track, aber ja, man kann sagen, das ist auch wieder so ein bisschen. Ah, das ist so ein Stimmungstrack, genau. Denn Moonsiders First, speziell The First, auf dieser Unendlichkeitsarena
wo man auf dem Wasser kämpft. Ah, ziemlich schön. Ziemlich schöne Arena. Den Track habe ich auch immer sehr, sehr gerne gehört. Und ja, das ist einfach Balsam für die Ohren. Wenn man da gekämpft hat, das war schon. Ja, das war Tekken-Stimmung. Das ist für mich etwas, wo ich sage, ja, damit assoziiere ich Tekken-Musik, die Dynamik auch von der Atmosphäre, wie Tekken 7 für mich funktionieren soll. Und dafür ist für die Arena Moonsiders First wirklich, wirklich sehr schön. Daher, ja, please enjoy. Kommen wir zu einem Track, der mir persönlich das zweitbeste gefällt. Und zwar ist das der Track zu Devil Kazumi. Das findet natürlich in der Lava Arena statt, die immer sehr oft spielt. Weil Heat Haze hörst du auf einer anderen Lava Arena. Jedenfalls der Track für Devil Kazumi. Der ist schon geil. Der ist auch ein bisschen stellvertretend für die Stimmung für Tekken 7 da. Damit wurde auch Tekken 7 mit einem Trailer beworben, wo ich sagte: Yes, baby, I'm ready. This body is ready for Tekken.
Ja, das ist wirklich ein Track, wo ich sage, der ist treibend, der ist cool, der hat auch diese bisschen Chorgesang, also leichten chorstimmlichen Gesang, wo man merkt, okay, jetzt geht's ab, und da gibt es natürlich diese geschredderten Gitarren, dieses, ja, also das ist schon wirklich geil, und ja. Deswegen ready, go, und dann gleich zum Finale meiner Tekken 7 Tracks. Und ja, dazu gleich daher Let's fucking go mit Devil Kazumi. We'll be right back.
So, meine Damen und Herren, nun kommen wir wohl zu den markantesten Tekken-Track unserer Zeit. Und die Rede ist von Heat Haze Showdown. Heat Haze Showdown ist ein Track, das ist einfach wieder ein Track, wo ich sage, perfekt eingefangen für die Stimmung, für den Final Fight Kazuya gegen Heihachi Mishima. Wow, ist das geil! Ah! Entschuldigung, aber wenn man damit ein Spiel bewerbt mit so einem geilen Track, mit so einer Identifikation, dass man einfach nur sagen kann, this is fucking Tekken. Ja, das ist einfach, da spürst du das. Da muss ich schon persönlich sagen, yep. You done well, well, well done, meine Damen und Herren. Das Heat Haze Showdown ist einfach krass. Ich habe jetzt ganz speziell den Mix genommen, der auf der mitgelieferten CD war bei der Collector's Edition. Ja, ich besitze die Collector's Edition mit der epischen Statue Kazuya gegen Heihachi. Und ja, da war eine kleine Auswahl an Soundtrack dabei. Und dieser Heat Haze Showdown Track symbiosiert am besten den kompletten Track bzw. den Aufbau. Und ihr verliert quasi nichts vom Original. Daher. Den benutze ich auch tatsächlich Into the Stratosphere bei der Arena von Tekken 8, weil Heat Haze Showdown ist geil. Es ist, Leute, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Dieser finale Track, der ist mega geil. Also, ich würde sagen, ab dafür nochmal Pump Tekken 7, Leute. Und dann kommen wir zum Vieh mit den letzten Worten. Und ja, daher erstmal, let's fucking go! Thank you.
So, meine Damen und Herren, das wär's mit dieser Spezialreihe Radio Stage 5 zu 30 Jahre Tekken. Wir haben jetzt alle relevanten Titel bearbeitet, also sozusagen in Betracht gezogen. Ja, ich weiß, Tekken 8 habe ich nicht in Betracht gezogen, da Tekken 8 noch sehr frisch dabei ist und quasi der 30-jährige Tekken-Titel ist. Aber wir beenden es mit einem Track von Tekken 8 und was wird es sein? Natürlich My Last Stand. Aber auf jeden Fall, ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Ich bedanke mich echt herzlich für die Leute, die es geteilt haben. Vielen Dank Beat'em Up Master, unter anderem, der das fleißig auch drunter geteilt hat. Auch Salvation Tenshi, der das ordentlich rumgeteilt hat. Und ich danke allen Leuten, die das sich gerne hier anhören. Das war ein schöner Anlass, nochmal Radio Stage 5 zu machen. Mal gucken, wann ich wieder eine so eine Radiosendung mache. Ich denke mal, ich werde das jetzt eher nutzen für ein paar speziell thematisierte Sendungen auf jeden Fall. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, sich nochmal durch die Tekken-Tracks durchzuhören. Und meine gewisse Auswahl euch nochmal zu geben, meine Anekdoten dazu geben und ein bisschen persönlicher zu kommen. Daher, ja, wie immer fordere ich euch auf, kommentiert gerne, erzählt eure Anekdoten gerne zu den jeweiligen Titeln Tekken 6, Tag Tournament 2 und Tekken 7. Und was sind eure Tracks? Und ja, daher viel Spaß, also beziehungsweise vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart und ich hoffe, ihr hattet ziemlich viel Spaß mit dem ganzen Zeug hier. Daher, ja, würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst doch ein Like da und einen Kommentar und wenn euch nicht nur meine Radio Stage 5 Zeug gefällt, hinterlasst doch ein Abo da und ringelt dann die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir beenden das ja mit dem Titeltrack von Tekken 8, denn da sind wir jetzt nämlich mittlerweile. 30 Jahre Tekken wird weiter gefeiert. Es wird noch ein Video folgen für 30 Jahre Tekken, aber mit der Radio Stage ist das erstmal zu Ende und dann würde ich sagen, ja, wir hören uns wieder. Wenn es wieder, ich bin DK, das ist Game Stage 5 und wir sehen und hören uns wieder, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle! Destruction. Our destiny is my connection.